Hallo Freunde und willkommen zurück zu FIFA BioPro. Wir müssen in das Pokalspiel gegen Hertha BSC ab nach Berlin. Diesmal muss ein Sieger her. Die letzten Spiele haben wir eigentlich fast alle nur unentschieden gespielt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, weil bei der Truppe irgendwie nichts so wirklich läuft. Ich versuche jetzt hier mal was. Ich glaube, das könnte klappen. Uah, nicht, wenn ich das so mache. Ja. Ist klar. Scheiß drauf. Hallo zusammen, ich bin Manni Wolfmann. Mit mir kommentiert Frank Buschmann. Herzlich willkommen zum heutigen Pokalspiel. Das wird spannend. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen Dynamo Dresden. Ah, fuck. Die Flanke war jetzt kacke. Oder die versuchte Flanke, das war ja eher so ein Lupferteil. Ich hoffe mal, wir müssen hier nicht ins Elfmeterschießen. Weil da habe ich irgendwie einen Nullbock drauf. Und ich hoffe mal, dass wir hier das Ding in der regulären Spielzeit gewinnen und nicht erst irgendwie in der 119. Minute oder sowas. Weil das ist für das Nervenkostüm nicht unbedingt gut. Nein, nein, nein! Schwein gehabt. Ja, dann brauche ich auch nicht laufen, wenn du den Pass eh nicht spielst. Oh, stattdessen spielen die so eine Kack, so ein Kackzeug. Ey, das geht gar nicht. Also mein Trainer wäre schon durchgedreht, wenn in jedem Spiel immer dieselben Fehler und dieselben Sachen falsch laufen. Nein, 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 das war jetzt doof. So ein Einwurf darf auch gerne mal ein bisschen schneller gehen. Du musst nicht zwingend an der Linie stehen. Meine Fitness lässt ein kleines bisschen zu wünschen übrig. Na gut, wenn du hier jedes Spiel 90 Minuten durchackern musst, ne, dann ist irgendwann auch mal der Akku leer. Oh ja, komm, komm. Oh, ey, warum läuft. Warum geht er nicht einfach ab? Dann hätte ich sofort einen Laufpass spielen können. Das ist fußballerisches Grundverständnis. Das setze ich bei einem Profi voraus. Oh Mann, ich sehe das schon kommen. Elfmeterschießen.
Jawohl, da fällt das 1 zu 0. Endlich hat er mal gemacht, was er soll. Dagegen, also der Mitspieler. Ich habe in beiden Pokalspielen getroffen bisher. Bin vergeistert. Gut, da war jetzt ein kleines bisschen Glück dabei, dass der da durch die Lücke durchgepasst hat. Weil wenn da zwei Abwehrspieler ihre Füße zwischenhalten, dann ist die Chance doch schon relativ groß, dass irgendein Fuß den Ball dann auch irgendwie ablenkt. Oh, wo spielst du, Idiot, den Pass hin? Ey. Ecke, 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 Ecke. Nee. Naja, gut, wenigstens ein Einwurf. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Nee, ich habe weiten Einwurf noch nicht aktiviert. Scheiße. Wo werfe ich ihn jetzt hin? Scheiße, ich werfe jetzt trotzdem einfach mal lang. Na gut. So wirklich lang war das jetzt auch nicht. Boah, spielst du den früher, bin ich auf dem Flügel durch. Irgendwie ist das hier manchmal nicht halb und nicht ganz, was meine Spieler hier machen. Och Mann, da sollte der doch gar nicht hin. Total konzentriert, Freunde. Kann gerade nicht sprechen. Was jetzt? Was hat er denn jetzt gepfiffen? Elfmeter oder was? Was hat er denn jetzt gerade... Ich habe da nichts gesehen eben. Hotel. Alter, Schwein gehabt, dass das Ding noch hinter die Linie gesprungen ist. Richtig Glück gehabt bei dem Teil. Aber dann haben wir schon mal Viertelfinale erreicht. Noch eine Ecke.
Jetzt habe ich ganz kurz mal nicht auf den Bildschirm geguckt. Und noch eine Ecke, meine Fresse, was ist denn hier los? Hertha. Sehr geil. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage. So, gucken wir mal. Ah, habe ich jetzt schon gedrückt oder nicht? Ist egal. Ja, ich habe schon gedrückt. So, wir gucken doch mal. Was? Ich habe Post gekriegt. Ach so, geänderter Spieltermin. Okay, schauen wir doch mal. Pokal. Ach da. Ach nee, jetzt sind wir erst im Achtelfinale. Okay. Gegen Mainz. Okay. Und in der Tabelle sind wir nach 8 Spielen 3 Punkte hinterm. Nee, St. Pauli ist erster. 4 Punkte hinterm Tabellenführer auf Platz 5. Ein Aufstiegsplatz ist auf jeden Fall drin. Die Frage ist bloß, ob ich das auch hinkriege, endlich mal ein paar Spiele hintereinander zu gewinnen. Und jetzt müssen wir nach Bielefeld oder sind wir zu Hause? Nein, wir müssen nach Bielefeld. Trainingsverletzung. Poté hat sich verletzt. Nicht schön. So, aber nach Bielefeld fahren wir erst in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.